Ah, ist das eine schöne Aussicht. Und wir kommen wahrscheinlich zur letzten oder vorletzten, mal gucken, wie lang das letzte Level wird, Folge von COD Black Ops 6. Und ich habe das Safe House Rätsel geschafft. Ja, hier. Ich werde euch zwar nicht jeden Schritt zeigen, aber euch ein paar Schritte zeigen. Dafür werde ich euch nämlich ein Video verlinken, wo das dann alles erklärt wird. Es fängt natürlich alles hier an mit dem Klavier, dann öffnet sich da unten was, dann müsst ihr beim anderen Keller was machen und ja, dann geht es hier unten eigentlich recht weiter. Wenn ihr das geschafft habt, dann kommt ihr in diesen Raum, der ist ganz wichtig, und wenn ihr müsst hier dieses Rätsel machen und dann kommt so eine Stimme und sagt euch, was für Sachen passiert ist hier drin und anhand dieser Sachen, die er sagt, könnt ihr hier die ganzen Nummern herausfinden. Ja, ist übrigens bei jedem anders, deswegen kann ich auch nicht die Lösung sagen. Bei mir war es jetzt, glaube ich, 8935, genau. Und das habe ich schon gesehen, bei jedem ist das anders. Gut, aber machen wir. Achso, warte, ich wollte noch sagen, was man da bekommt, wenn man das Rätsel geschafft hat. Und zwar 1000 Dollar und dann halt noch so eine Waffen-Blueprint fürs Messer. Wir werden mal kurz gucken, was wir. Ach, hier kann ich das gar nicht aussehen. Hier, was wir denn uns holen können. Wir haben jetzt 3080 von dem Geld. Ja, holen wir uns eine Blueprint, würde ich sagen. Der Wahrheitsserum, würde ich sagen. So, Perks brauche ich jetzt nicht wirklich. Denn ich muss schon sagen, mir die Perks haben jetzt nicht viel gebracht. Sind fast bereit. Dann reden wir nochmal mit Adler. Wie gut kanntest du Harrow? Wohl nicht gut genug. Als Harrow nach Langley kam, hielt man viel von ihr. Neugier, Intellekt, Ehrgeiz. Ich nahm sie in den ersten Jahren an die Hand. Vielleicht war ich nicht der Richtige für den Job. Harrows Ehrgeiz wurde fehlgeleitet. Nun, er war sicher hilfreich in ihrer Karriere. Sie hat jetzt den größten Einfluss in der Special Activities Division, gleich nach Livingston selber. Was schmeißt du da zusammen? Der offizielle Name ist Phenosorazin, aber MK-Ultra nannte es Separation. Aber schon länger. Hoffen wir, es hat kein Verfallsdatum. Ah, er redet. Oh mein Gott, er redet um diese Gehirnwäsche, Wir sollten gleich anfangen. was er in Code War gemacht hat. Gut, ja, dann beenden wir auch hier damit das. So, ist wahrscheinlich das in der Mitte, genau. Trennungsangst. Ich hätte nie gedacht, dass es mit Jane so weit kommen würde. Adlers Plan mag riskant sein, aber wir haben zu diesem Zeitpunkt nichts zu verlieren. Und auch keine Wahl. Belohnung? Oh, diese Waffe. Also diese Nuklearwaffe? Nee, Quatsch, es ist dieses Serum. Hier. Wie heißt es? Die Wiege. Als Talisman. Cool. Es gibt kein Zurück. Du kannst den Turm dann nicht mehr frei erkunden. Ja, das ist mir schon klar. Das ist nicht ganz nach Anleitung. Wird sie es überleben? Vermutlich. Ist das hier wirklich nötig? Bin in Unterzahl, 5,5 zu 1. Gib mir nur einen Grund. Genug Bullshit. Verrat einfach deinen Plan für diese Biowaffe. Es muss nicht hässlich enden. Wo bleibt da der Spaß? Jane? Bitte, okay? Das bist nicht du. Du weißt nicht mal, ob du es kannst. Wir haben unsere Wahl getroffen, Troy. Ich stehe zu meiner und du? Ich vermisse dein altes Ich. Sehen wir nach, ob es noch da ist. Jane.
Jane, bist du da? Was ist das? Adler nennt es Separation. Entspann dich. So. Entspannen? Ich bin... Oh, Troy. Was gibt es? Rede mit mir. Nein. Bitte nicht. Jane. Ich will das nicht tun. Nein. Das ist dein wahres Ich, losgelöst vom Rest. Wir brauchen deine Hilfe, Jane. Es gibt eine Biowaffe und du hast irgendeinen Angriff geplant. Kannst du mir davon erzählen? Ich versuch's. Aber ich würde so etwas niemals tun. Oh, die Gehirnwäsche. Sie geht los. Aber wir kennen ja die Gehirnwäsche, also wird es wahrscheinlich an ihre Erinnerungen knüpfen. Das heißt, wir erfahren auch mehr über Harrow. Wo bist du gerade? Zu Hause. Alles wird gut. Nein! Hier ist irgendwas passiert. In deinem Haus? Was siehst du? Mami? Daddy? Zum Teufel? Okay, wir sind jetzt sie nur ein klein. Okay, irgendwas ist anscheinend in ihrer Kindheit passiert. Oh, schickes Zimmer. Hier lernen sie sogar das Alphabet und 1, 2, 3, 4, 5. Jane, Liebling, hör mir zu. Du blutest. Es geht mir gut. Ich hatte nur einen kleinen Unfall. Mami will, dass du in deinem Zimmer bleibst. Warum hast du eine Waffe? Jane, geh einfach unter dein Bett und bleib da, solange du kannst, okay? Wie beim Versteckspielen. Ich will aber nicht. Jane, bitte, geh unter das Bett, okay? Geh einfach unter das Bett. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Fuck. Was zum Teufel geht hier ab? Eine Kindheitserinnerung. Deine Mutter war in Gefahr? Ja. Warum glaubst du, erinnerst du dich jetzt daran? Ich hatte es nie vergessen, Troy. Es machte mich zu dem, was ich bin. Oder war. Oder sein werde. Ich weiß es nicht mehr. Was ist mit der Wiege? Sagt der Name dir irgendwas? Möglich. Es hat mit meinem Spiegel zu tun. Deinem Spiegel? Ja. Jemand, der es weiß. Jemand, der es weiß, ist da drin. Trau dich, Miststück. Du musst ihnen gar nichts sagen. Ich muss es wissen. Halt! Deine Schnauze! Alter, Evil Harrow. Einfach ihr schlechtes Gewissen. Jane, bist du okay? Ich bin woanders. Muss den Spiegel reparieren. Die Teile zusammensetzen. Willst du einen Splitter, sieh dich um. Löst die Rätsel, sei nicht dumm. Drei Zahlen gilt es zu erspähen. Dann gib sie ein, so wie gesehen. Schreibtisch, Pfadfinder, Tea Party. Gut. Als ich klein war, hat meine Mutter sich gerne Schnitzeljagden ausgedacht. Schnitzeljagden? Das mache ich aber nicht als Kind. Wo bist du jetzt? Ich bin in Vokuta. Vokuta, du warst vor kurzem dort. Du hast dort die Biowaffe verstärkt. Wo ist sie danach hingekommen? Ich weiß es nicht mehr. Hier können wir rein. Okay, wir müssen anscheinend diese Splitter finden.
fuck, ist das scary. Hey, kann ich dich trösten? Nee. Siehe. Zähle alle schnell Beginn. Trophäen minus Abzeichen für den Gewinn. Okay, Trophäen minus Abzeichen. Hier haben wir 5 davon. Also davon haben wir 2, 4, 6. Also 6 minus 5 sind 1. Also wahrscheinlich muss ich mir das merken. Die eine Zahl ist eine 1. Meine Mutter liebte den Nervenkitzel der Jagd. Das Lösen von Rätseln. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Deshalb habe ich dich all die Jahre so gern an meiner Seite gehabt. Ich vermisse es auch, Joy. Auf einmal kommt hier so Fußball. Nicht gleich, dass Messi mich erschreckt oder so. Digga, ist das noch eine COD-Kampagne? Hilfe. Sie kamen zum Tee und für etwas Spaß. Zähl die Gäste und verdoppel das. Okay, verdoppeln. Sind, wenn ich sehe, 4 davon. Also Pferd, Puppe, Rentier. Und das sieht aus, keine Ahnung, was soll das sein? Hund? Oder, also 4, also verdoppeln. Also 8. Eine 8. Du auf einer Teeparty. Schwer vorzustellen. Doch, es gab sie. Wenn auch nicht sehr lange. Nach einer Tragödie ziehen sich manche in eine Traumwelt zurück. Ich tat das Gegenteil. Sie kamen zum Tee und für etwas Spaß. Zähl die Gäste und verdoppel das. Das habe ich ja schon gemacht, okay. Wahrscheinlich wird mir das hier nochmal angezeigt. Ja, ja. Damit ich nicht extra rumlaufen muss. Okay. Nur noch das dritte. Also 1, 8. Ja, 1, 8. Fehlt nur noch das letzte. What the fuck? Hilfe. Es geht nur alles in deinen Kopf ab. Okay, hier steht wahrscheinlich das letzte. Harte Arbeit und Bestreben, damit sie dir die höchsten Punkte geben. Höchste Punkte. Ja, das mittlere, 9. Also 1, 8, 9. Oh, what the fuck? Deine Eltern waren streng. Ich erinnere mich. Das war nichts Schlimmes. Streng und doch sanft. Die Zeit hat mich geprägt. Ich war 9, als mein Vater aus Vietnam zurückkam. Warte mal. Ja, Schreibtisch, also Schreibtisch zuerst. Also 9, das kommt danach, Pfadfinder Tea Party, also 9, 1, 8, 9, 1, 8, jawohl, easy, da haben wir doch den ersten Splitter. Eine Scherbe, fehlen nur noch 2. Das ist ein Splitter. Fortschritt, Troy. Hast du was für mich? Ich komme näher. Mal sehen. Ja. Jane. Meine Mutter sagte, ich solle unter dem Bett bleiben, aber das bin ich nicht. Jane, nein, geh! Jane, Schatzi, rette dich selbst. Mami! Was auch immer du tun musst. Nein! Janie! Bleib hier! Nein, sieh mich an. Bleib hier und sei leise. Ich komme dich holen, verstanden? Ja, aber... Bleib mutig für mich, okay? Bleib mutig. Du hast mir das nie erzählt, wie sie gestorben sind. Du musstest es auch nie wissen, Troy. Ich bin wieder woanders. Ich war schon mal hier. Ein Labor. Sie nehmen etwas.
Pantheon hat eine Biowaffe aus einem US-Labor gestohlen. Erinnerst du dich? Langsam kommt alles zurück. Alter, sind wir jetzt hier in ein Horror-Game? Was ist der Schlüter? Wäre auch zu einfach gewesen. Alles okay? Ja, hier ist noch eine Spiegelscherbe. Über mir. Hol sie dir. Wir lösen die Blockade. Finden die Antworten. Kooperierst du etwa mit ihnen? Der Aufzug hat keinen Strom. Er ist wohl an mehrere Generatoren angeschlossen. Das werden wir schnell regeln. Keine Sorge. Die Dunkelheit wird uns nicht vernichten. Das war einer. Der geht weg von mir. Du schuldest ihnen gar nichts. Das weißt du, oder? Oh mein Gott. Evil Harrow will uns wirklich tot sehen. Gott, ich habe richtig Angst hier. Alter! Oh. Digga, ich weiß, an einem Tag ist Halloween, aber du musst es jetzt nicht so übertreiben. Hilfe. Wie sieht's aus? Hast du was für mich? Oh, das ist die Mutter. Es wird Zeit brauchen, Troy. Digga, was ist das hier noch? Das ist doch kein COD mehr. Und noch einer. Diese Drogen halten uns nicht ewig auf. Ich komme wieder. Oh mein Gott. Was war das? Nichts. Diese Sounds. Wir haben so hart dafür gearbeitet und jetzt willst du alles wegwerfen. Okay, komm, das schaffen wir. Die werden uns nicht unterkriegen. Hier. Ja, damit wirst du mich nicht erschrecken können. Ey, ich geh gleich hier raus, Junge. Wenn ich gleich hier einen Jumpscare bekomme, aber auch so einen richtig fetten, ich geh raus. Digga, wie du bewegst dich. Alter! Okay, es war nicht ganz ein Jumpscare, aber trotzdem. Alter. Dieses Game. Das will mich immer mehr verarschen. Aber auf eine coole Art. Scheiße, es fehlt ja noch ein Strom. Dann in der Richtung vielleicht? Ja, tatsächlich. Ach nein, ist noch nicht vorbei. Oh, danke, dass du aufmachst. Digga, was zum Teufel? Oh mein Gott, ist das gruselig. Jetzt aber. Ach, der Aufzug hat jetzt Strom. Troy interessiert sich nicht mehr für dich. Er benutzt dich. Alter. Diese Sounds. Oh mein Gott. Schnell raus hier. Alter, ich kann nicht mehr. Das war's. Hast du die Scherbe? Fast da. War ich jemals so dumm? Leuten zu helfen, die uns ruiniert haben? Troy würde das Gleiche für mich tun und die anderen auch. Du erinnerst dich wirklich an nichts, was? Wir sind weiter. Lass mich in Ruhe. Noch eine Spiegelscherbe. Ich will das nicht nochmal erleben, Troy. Ja, ich auch nicht. Was auch immer du erlebst, es ist Teil des Prozesses.
Wer schickt sie? Diesen Moment erst Jahre später verstehen. Pantheon ist hier. Jetzt schon? Mehrere Perimeterdurchbrüche im Norden. Scheiße, wir dringen endlich bei Jane durch. Sie kooperiert. Wir können jetzt nicht aufhören. Woods, du musst das übernehmen. Find raus, was sie weiß. Wir erledigen den Rest. Grüßt schön von mir. Sir, versiegelt den Einsatzraum. Zuhören! Wir müssen Woods Zeit verschaffen. So viel wir können. Wenn er von Harrow keine Antworten erhält, war alles, was wir getan haben, vergebens. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich bin nicht hier, um als vergessene Fußnote zu enden. Laden und entsichern heißen wir unsere Gäste willkommen. Ihr alle, mit mir. Gute Rede, Marsche. Los, 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 los! Beschützen wir das Safehouse. Adler, Felix, in Position. Okay, sie sind noch nicht Felix, da, aber wir müssen vorbereiten. Wenn du noch Ladungen hinter der Mauer platzieren willst, dann jetzt. Nee, passt schon. Bist du dabei, Felix? Ja, die Samthandschuhe sind abgelegt. Hab ich gemerkt. Gut, Leute. Wir sind alle bereit, oder? Kommen die Gegner, oder muss ich wirklich jetzt hier noch was machen? Pantheon nähert sich. Da kommen sie. Rauchgranaten, bereit machen! Warte. Jetzt! Schilde! Zünd die Ladungen, Cash! Feuer frei! Nochmal! Haltet sie vom Haus fern! Nochmal! Granate okay, jetzt drauf. Hier mal zeigen, wie gut ich bin. Oh, fuck, diese Shit. Erledigt sie! Das Wurfmesser kann helfen. Slow motion. Bam! Ist da noch jemand? Nee. Oh doch, da linke oben Seite. Welche. Ein wunderbarer Tag zum Sterben. Für Sie, nicht für uns. Ganz sicher für Sie. Bitte euch nicht opfern lassen. Das wäre nicht so schön. Und ich werf sie zurück. Jungs, mitfeuern. Werfe eine Granate. So ist gut, Felix. Kommen jetzt welche? Von da vorne. Alles gechillt. Ach, die kommen niemals hier vor. Boah. Hey. Sicher! Die hat meine Panzerung weggeschossen. Lagebericht! Sie reagiert nicht. Ich tue, was ich kann. Bleib dran! Rechts von der Straße! Oh ja, da hinten. Scharfschützen! Auf der Erhöhung! Feindlicher und Scharfschütze! Raketenwerfer! Ab den Scharfschützen! Raketenwerfer! Feind gesichtet! Oh, warte. Jetzt den und dann den Raketenwerfer-Typen. Da ist noch einer. Hä? Wie hätte der es überlebt? Oh! Schmeiße Granate! Feind wirft Granate! Okay, hab ihn. Ah, auf die Tricks fall ich nicht mehr rein. Uff. Panzerfahrzeug! Zurück! Geh auf der Veranda in Deckung! Case, zurückziehen! Scheiße! Oh!
Case, schnapp einen Raketenwerfer. Ja, das wäre nicht schlecht. Aber ich benutze erstmal die Fernlenkladung. Und los geht's. Bam. Nicht zurückweichen. Okay, das hat nicht viel gebracht. Wo ist der Raketenwerfer? Jungs. Schnapp dir einen Werfer, Case. Ja, ich hab ihn. Achtung, Splitter. Ist er down? Nee, hat noch nicht so viel gebracht. Jetzt aber. Guter Schuss, Case. Panzerfahrzeug erledigt. Wie gefällt dir das? Ja, nochmal hier das Teil benutzen. Attackiere. So, haben ein paar welche ausgeschaltet. Es kommen mehr. Ich höre ein Heli in der Ferne. Woods, redet sie? Ich denke, sie ist bald soweit. Oh, hier ist ein Maschinengewehr. Harrow. Ich bin hier. Bleib bei mir. Wir müssen weitermachen. Ja. Die Sache mit deinen Eltern ist scheiße. Verstehe ich. Aber ich brauche Antworten. Jetzt. Ich versuch's. Streng dich an. Deine Kumpel klopfen schon. Die Morde und der Killer. Sie sind verknüpft. Was ist mit dem Killer? Ich hab's gleich. Als ich größer wurde, wollte ich zur CIA. Wie deine Eltern. Als du größer wurdest, wolltest du Rache. Ich wollte damit abschließen. Komm schon. Langley nahm mich an. Die Zeitungen, die Polizei, meine Tante und mein Onkel, sie alle erzählten die gleiche Geschichte. Meine Eltern wurden bei einem gewöhnlichen Einbruch getötet. Passiert öfter, als man glaubt. Aber irgendwie wusste ich immer, dass das nicht stimmte. Vielleicht jetzt, Jahre nach meinem Karrierestart, nach zahlreichen Beförderungen. Vielleicht hätte ich jetzt Zugang zur Wahrheit.